Tja, könnte gut sein, dass ich den Tarnanzug heute brauchen kann. Denn unter anderem begebe ich mich heute in zwei großen Wiener Museen auch auf die Spuren von Tieren. Und ich kann euch sagen, es wird eine etwas längere Tour als sonst. Wir sind nämlich am Museumsplatz, wie ihr soeben erkannt habt, zuvor das Kunsthistorische, jetzt Maria Theresia und jetzt das Naturhistorische Museum. Beginnen wir aber mit dem großen Denkmal in der Mitte des Platzes. Maria Theresia, die große Landesmutter Österreichs, nannte man sie. Rund um ihr Denkmal sind ihre Berater versammelt. Liechtenstein steht fürs Militär. Kevenhüller war einer ihrer Feldherren. Haugwitz steht für die Verwaltung. Daun war, siehe das Pferd, natürlich wieder ein Feldherr. Kaunitz war der Staatskanzler und Berater der Kaiserin, die eigentlich nur Erzherzogin war. Laudon war natürlich ebenfalls ein Feldherr. Van Swieten war der Leibarzt der Kaiserin und stand für die Wissenschaft. Und Traun ist ebenfalls ein Feldherr gewesen. Nicht vergessen darf man die vier wunderschönen Triton- und Nymphenbrunnen am Museumsplatz. Und die zwei Pferdebändiger am Ausgang Richtung Museumsquartier. Tja, und damit ihr auch gut zuschaut, hätte ich vorweg eine kleine Rätselfrage. Eine berühmte geschichtliche Figur taucht an beiden Fassaden der Museen als Statue auf. Welche ist das? Beginnen wir beim Kunsthistorischen Museum, das genauso baugleich wie das Naturhistorische ist, nur eben spiegelbildlich. Außen sind verschiedene Figuren aus der Geschichte, die man halt irgendwie mit Kunst in Zusammenhang brachte, als Statuen verewigt. Die Bauzeit der zwei großen Museen war übrigens von 1871 bis 1888. 1889 wurden sie beide dann eröffnet. Die Architekten waren Karl von Hasenauer und Gottfried von Semper. Malerei und Bildhauerei waren hier dargestellt. Hier sehen wir jetzt einige Stücke aus der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums. Und hier gleich das wohl berühmteste Salzfass der Welt. 2003 von einem Alarmanlagenfirmeninhaber gestohlen, wurde es erst 2005 wieder gefunden. Automaten, wozu die wohl gut waren, ich nehme an, vielleicht auch um an den Tischen Gewürze und so weiter bereitzustellen. In jedem Fall opulent verarbeitet. Dass die Habsburger Ägypten-affin waren, wissen wir seit Schönbrunn, seit dem Obelisken. Und so gibt es natürlich auch im Kunsthistorischen Museum eine ausgiebige ägyptologische Sammlung. Die von der antiken Sammlung ergänzt wird. Ein prächtiges Deckengemälde im Stiegenaufgang und diese wunderschöne Statue von Antonio Canova.
In der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums finden sich bedeutende Werke italienischer Künstler der Renaissance und des Barock. Ein Blick über Maria Theresia zum zweiten großen Museum, dem Naturhistorischen Museum. Eigentlich war ja geplant, die Museen in ein großes Kaiserforum einzubinden, was allerdings nicht ganz gelang. Am Naturhistorischen Museum finden wir die Allegorien der großen Kontinente. Und natürlich viele Personen aus der Geschichte, die man damals also mit der Naturwissenschaft in Zusammenhang setzte. Im Stiegenhaus finden wir ein großartiges Deckengemälde und das Kaiserbild mit Franz Stephan von Lothringen im Zentrum. Zwei wichtige Forschungsschiffe Österreichs sind hier als Modelle dargestellt. Und schon geht's in die Urgeschichte. Dem wäre ich nicht gerne begegnet. So könnte ein Mammutkopf ausgesehen haben. Und so hat man ihn dann später gefunden, nämlich als Skelettteil. Säbelzahnkätzchen, na gut, kein Haustier für die Urmenschen. Und damit sind wir auch schon bei unseren Vorfahren angelangt, die in wunderschönen Darstellungen hier im Naturhistorischen Museum bewundert werden können. Ötzi? Doch nicht wirklich. Er war aber auf jeden Fall nicht auf der Jagd nach der Venus von Willendorf, einem Schönheitsideal. Im Naturhistorischen Museum bei der Abteilung Urgeschichte gibt's auch ein lustiges Computerspiel, wo man sich in einen Urzeitmenschen verwandeln lassen kann. Ich habe mir den Australopithecus ausgesucht. Hättet ihr mich wieder erkannt? Aber immerhin, da hätte ich wenigstens Haare. Im Naturhistorischen Museum sind sehr viele Exponate von Tieren, natürlich leider nur in ausgestopftem oder präparierten Zustand zu sehen, die wunderschön geordnet nach ihrer zoologischen Zuordnung sind. Ich lasse euch damit mal mit angenehmer Musik alleine. Thank you.
Hier wäre anzumerken, so sah das Tier in Natur aus und das wurde aus Unvernunft der Menschen daraus erzeugt. Die Lieblingspinguine der Habsburger natürlich, Kaiser- und Königspinguin.
Erinnert ihr euch noch an die Rätselfrage? Welche Figur aus der Geschichte taucht an beiden Museen auf? Hier ist die Auflösung.